herzlich willkommen zu Sehen und Verstehen, Folge Nummer 8. Hallo Maren. Hallo Anne, ich freue mich. Schön, dass ihr auch alle da seid. Maren, was ist los? Ist alles okay soweit? Um was geht es denn heute eigentlich, Anne? Was ist denn unser Thema? Ich überlege gerade, ob das so gut ist, das Thema, was wir gewählt haben. Also wir hatten uns überlegt, über introvertierte Menschen zu sprechen. Richtig. So, und du hast es wieder so, wie wir das damals bei Freude gemacht haben. Ne? Wir sind total freudig. Bist du jetzt gerade mal in dich gegangen und hast überlegt, wie sich Introvertiertheit anfühlt? Genau, so ein bisschen. Und wenn man mal ja Introvertiertheit anschaut, was ist das denn? Also von was sprechen wir denn da? Und es ist ja eine Persönlichkeitseigenschaft. Und man fragt sich immer, wie viel Energie richtet denn die Person nach innen? Und wie viel Bedürfnis von äußerer Stimulation hat sie denn? Ne? Und eine introvertierte Person, die richtet eher die Energie nach innen, die ist eher so bei sich, so eine innere Haltung, eine gewandte Haltung. Und aber die Stimulation, die braucht nicht so viel Stimulation und Reize von außen wie ein extravertierter Mensch. Ne? Und es braucht nicht so viel Reize und es braucht auch nicht so viele Reize nach außen zu senden, ne? Logischerweise dann. Genau. Also so Menschen, die so in ihrem Inneren nach ihren Wahrheiten und nach ihren Erkenntnissen suchen und da keine Extraversion brauchen. Genau. Ja. Woran erkennt man Introvertiertheit woran erkennt man das denn im Gesicht? Ja, also zugegebenermaßen habe ich mir so gedacht, als wir das Thema ausgewählt haben, ach, easy, total einfach. Und als ich es dann so mir angeschaut habe, habe ich gedacht, na, so einfach ist das überhaupt nicht. Weil ich habe mich als allererstes gefragt, woher ist man eigentlich oder woher kommt Introvertiertheit? Ist es etwas, was wir in unserer Persönlichkeit mitbringen oder ist es etwas, was unser Charakter formt? Oder ist es vielleicht so, dass es sogar in Lebensabschnitten unterschiedlich ist? Wie guckst du denn da drauf, bevor ich dir eine Antwort gebe? Also es ist natürlich so, wir bekommen das mit, wir leben das. Es verändert sich aber auch mit den Jahren und mit den Erfahrungen. Also natürlich, wenn jemand extrem introvertiert ist, wird er nie, ich sag mal, zu Rampensau werden. Ja? In dem Fall aber... es kann sich trotzdem mit der Erfahrung und mit allem und auch mit dem Umfeld und so kann sich schon ein bisschen was ändern, aber tendenziell, also es wird sich definitiv verändern. Ich meine, ich habe da auch mal was gelesen, da gibt es auch eine Studie dazu, müsste ich mal nochmal nachschauen, was die genau sagt. Aber ich glaube, im Alter nimmt es zu. Also, okay. Da wäre jetzt nur die Frage, ob ein Introvertierter dann mehr so in das Extravertierte geht oder ob er noch introvertierter wird. Ne? Bei Extravertierten ist es so, die werden mehr extravertiert. Ne? Ja. Und bei Introvertierten bin ich mir aber nicht ganz sicher, müsste ich nachschauen. Aber ich glaube tatsächlich, das ist einfach eine Eigenschaft, die gehört zu uns, die macht uns aus und die ist auch, also ich würd behaupten, du kannst es nicht komplett ändern. Ne? Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, weil heute Morgen, als ich mir meinen Kaffee gekocht habe, habe ich mir so drüber nachgedacht und habe gedacht, also ein kleiner Ausflug, ich war mal ein sehr krasses Außenseiterkind. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt so die geilste Kindheit und Jugend und habe da auch körperliche Gewalt von Kollegen und so erlebt. Und ich glaube, dass ich als Kind ein komplettes introvertiertes Kind war. Vielleicht auch, weil ich von der Gesellschaft reingezwungen wurde, ne? Oder von meinem Umfeld. Also ich will da jetzt hier auch gar kein Mitleid oder so. Aber mein Umfeld hat mich dazu gezwungen. Und das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, die Erkenntnisse und Dinge in meinem Inneren zu suchen. Und deswegen war ich vermutlich ein recht introvertiertes Kind, was ich aber von meiner Persönlichkeit gar nicht mitbekommen habe. Und also wie man heute unschwer erkennt. Aber egal. Und dann ist aber die Frage, entsteht Introvertiertheit eben auch wegen sowas? Und ist es dann so, dass wenn ich eben mein Leben anders gelebt hätte, dass ich zu einem introvertierten Mensch geworden wäre auf Dauer? Oder hätte sich das immer, diese Extrovertiertheit, in der Luft gemacht? Es ist vielleicht auch tatsächlich so, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, was für Möglichkeiten habe ich, mich zu entfalten und wo werde ich gefördert und von wem werde ich gefördert. Ne? Ja, total. Und gezwungen durch das äußere Umfeld ist, dass er mehr in sich gekehrt ist und die Dinge mit sich ausmacht. Ja. Und dann nie in einem Umfeld ist, wo jemand sagt, hey, ich sehe dich,
was steckt denn alles in dir und denjenigen fördert, ne? Dann da spielen wahrscheinlich viele Faktoren mit rein. Total. Also und deswegen ist es, um jetzt tatsächlich auf deine Frage zurückzukommen, ist es total schwierig, es im Gesicht zu sehen, beziehungsweise so feste Marker zu setzen. Also ich glaube, da muss man, wie immer übrigens, man muss sich das gesamte Gesicht anschauen und man muss diese Dinge, die da miteinander spielen, in Relation setzen und in Verbindung bringen und sich dann nochmal anschauen, okay, bist du wirklich introvertiert oder hast du einfach aufgehört zu reden? Ne? Also das ist so, hast du in deinem Leben entschieden, dass es nichts bringt zu reden und dadurch wird dein Mund kleiner und deine Lippen kleiner, weil ne, wenn nicht mehr so viel geredet wird, dann wird der Mund sehr klein. Logisch, weil ich ihn nicht mehr so sehr benutze, weil ich die Muskeln nicht mehr brauche. Und wenn ich viel rede, wird der Mund größer. Das kann man übrigens auf den Bildern von mir erkennen. Also als Kind hatte ich einen sehr kleinen Mund. Also der Mund steht ja unter anderem für Kommunikation. Und wenn wir einen Menschen sehen, der einen sehr, sehr kleinen Mund hat oder sehr schmale Lippen, sagen wir mal nicht oder, sondern und, also ein kleinen Mund und sehr schmale Lippen, dann brauche ich von dem nicht davon auszugehen, dass der mir jetzt seine Lebensgeschichte bei einem Weinchen erzählt und ich nicht mehr zu Wort komme. Also das wird nicht passieren. Ja, und vielleicht auch für unsere Zuhörer, was ist denn ein kleiner Mund? Ich glaube, das hatten wir noch nie besprochen, wenn ihr von der Nase so runter geht. Bei mir sitzt da der Mund drin, das ist jetzt normale Größe, mein Mund ist normal. Ne? Ja. Wenn der hier, wenn ihr in die Verlängerung der Nase geht und der Mund ist klein, dann spricht man von einem kleinen Mund. Genau. Ne? Bei Anne seht ihr gut, dass der groß ist. Ne? Genau. Viele, ich weiß es aus meinen Workshops, dass sie damit ein Problem haben mit der Nase, ne? Weil dann hast du irgendwie ganz große, geblähte Nasenlöcher. Wie ist es dann? Man weiß es ja nicht, deswegen, es gibt noch einen Doppeltest. Der Doppeltest ist einfach, geh gerade guckend von deiner Pupille runter und guck, wie der Mund ist. Und wenn es eben innerhalb dieser Linie ist, ist es ein kleiner Mund. Wenn es auf der Linie ist, ein mittelgroßer Mund. Und wenn es über die Linie geht, ist ein großer Mund. Ne? Also das nur so. Und letztendlich kann man das auch einfach vom Gefühl her sehen, nimmt der Mund viel Anspruch im Gesicht. Oder nimmt er nicht so viel Anspruch? Ne? Also das ist so, da kann man auch so übrigens dran erkennen, wenn die obere Gesichtshälfte wenn die obere Gesichtshälfte größer ist als die untere, dann können wir auch davon ausgehen, dass es eher ein introvertierter Mensch ist. Warum? Weil die obere Gesichtshälfte hat unser Hirn, Hirn denkt nach innen, untere Gesichtshälfte hat den Mund, spricht nach außen. Also deswegen kann man sich das ganz gut merken, Menschen, die eine größere obere Gesichtshälfte haben, könnten tendenziell eher introvertiert sein. Mhm. Aber Maren, ich glaube, also es gibt noch ein paar andere Hinweise, komme ich auch nachher nochmal dazu, aber ich glaube, dass wirklich wir es erkennen, und da bin ich wieder bei dieser Geschichte, ist Introvertiertheit vielleicht auch situationsbedingt oder lebensabschnittsbedingt, wir erkennen es doch hauptsächlich an der Körpersprache, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wir auf die Mimik und die Körpersprache schauen, die ist da allgemein schwächer. Ne? Ja. Wir erkennen bei Introvertierten öfters Angst und Nervosität, gerade in Kommunikationssituationen. Ne? Okay. Und mehr Verlegenheit in zwischenmenschlichen Situationen. Also die wirken oft schneller verlegen. Und die Stimme zum Beispiel ist auch meistens leiser. Also die Menschen, du kannst da jetzt auch nicht davon ausgehen, was für Muskelbewegungen. Wie gesagt, das Angstthema ist so ein bisschen, was man mehr sieht. Ja. Aber grundsätzlich, wenn wir auf die Geste zum Beispiel schauen, die nutzen oft mehr Beruhigungsgesten. Also sich selber zu berühren, sowas zum Beispiel, oder durch die Haare fahren, das Handgelenk berühren, das sind so Beruhigungsgesten. Kann man auch machen mit dem Ring zum Beispiel, oder viele machen das am Oberschenkel, dass sie sich reiben. Ne? Ja, genau. Das erleben wir bei an Manschettenknöpfen, das sehen wir eher bei Introvertierten, gerade in sozialen Situationen, also wenn andere Menschen mit beteiligt sind. Und was die natürlich auch haben, die fühlen sich bei geringer
Nee, Distanzzone, also mit anderen Menschen, wenn die, fühlen die sich nicht so wohl, auch mit so vielen Menschen fühlen die sich nicht so wohl. Ja, die gehen auch immer eher auf Abstand, ne? Daran erkennt man das auch, da denkt man erst, hast du was gegen mich? Und dann gucken wir nochmal genauer an, nee, der braucht einfach diesen gewissen Abstand, weil er eben auch nicht so viele Einflüsse von außen haben will, weil er ja in seinem Innen sehr beschäftigt ist, ne? Ja. Ja. Denn ihr Körperhaltung ist auch meistens, man sagt, eher geschlossen oder auch oft überkreuzt. Ne? Ja. Und die wirken allgemein eher zurückhaltend. Die neigen auch gerne zum Erröten. Weißt du, wo ich das oft merke, wenn ich einkaufen gehe? Ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch und an der Kasse, ich fange immer mit den Kassierern, mit den Kassiererinnen ein Gespräch an und was zum Lachen und so. Ja. Und ich merke immer, wie die da drauf reagieren. Und Introvertierte, die reagieren aber ganz schüchtern, die steigen da nicht ein. Ja, Extravertierte, die hauen sofort einen raus und gehen da mit. Und die sind viel, ganz, die sind sanfter und sind da einfach viel, viel ruhiger. Ja, du siehst es ja auch am Augenkontakt, ne? Also da denke ich auch immer, wenn man so in der Bahn sitzt, da gibt es so Menschen, mit denen spielt man dann dieses Spiel, wir gucken uns gegenseitig in die Augen und wer hält es länger durch, und dann gibt es welche, die haben deine Augen noch nicht mal gesehen, und das sind, und die sitzen dann auch so, und dann muss man sich, man muss es dann halt, wir können es tatsächlich wirklich nie und in dem Fall sowieso nicht in Schubladen stecken, weil es kann auch sein, dass der Mensch gerade eine schwierige Situation erlebt hat und Angst hat oder hochkonzentriert ist und sich nicht ablenken lassen möchte. Aber wenn das Gesamtbild stimmt, also man kriegt so ein Gefühl, wenn man sich so einen Moment einmal zurücknimmt und drüber nachbist, na, introvertiert, extrovertiert, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wenn du einen introvertierten Menschen vor dir hast. Absolut. Und ich finde den Punkt, den du da gerade angesprochen hast, wir Menschen gehen ja sehr schnell in die Wertung, ne? Also es ist ja uns auch gegeben, auch aus Evolution, dass wir uns absichern, ne? Ja. Dass wir, ich sag mal, das Schubladendenken haben. Ja. Da finde ich, wie du sagst, es total wichtig, drauf zu schauen. Was ist es denn? Also immer aus mehreren Perspektiven drauf zu schauen, was kann denn gerade mit demjenigen sein? Ist der introvertiert oder ist er einfach gerade sehr konzentriert und möchte sich nicht ablenken lassen? Ne? Genau, richtig, ja. Ja, total. Ich denke auch vom Gesicht lesen, was da auch noch so ein Thema ist, ist so, ich glaube, Menschen neigen dazu, oder wir können von introvertierten Menschen ausgehen, wenn im Gesicht nicht so vieles hervorsticht. Ne? Also so ein, sagen wir mal, ein vorstechendes Kinn, das spricht ja für Tatgeist und Impuls und Temperament. Das sind weniger die introvertierten Menschen. Oder auch Augen, die so stehen. Ne? Da ist ja auch irgendwie viel, also auch das ist ja ein Muskel, und da ist irgendwie viel los in Sachen Ehrgeiz, Zielorientierung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und auch das sind dann weniger die introvertierten Menschen. Also das heißt, wenn das Gesamtbild dafür spricht, ich habe eher kleine Ohren, da bin ich zögerlich, ich habe ein fliehendes Kinn, also ein zurückgezogenes Kinn, da bin ich nicht so impulsiv, ich habe runterhängende Augen oder nach außen fallende Augen, dann bin ich nicht so, da brauche ich nicht ständig alles sofort, sondern bin schnell zufrieden, habe einen kleinen Mund. Das alles, ne, wenn da so wenig Impuls nach außen ist, und das Gesamtbild stimmt, dann kann ich auch davon ausgehen, okay, du bist wahrscheinlich eher ein Denker als ein Redner. Mhm. Da ergänzen passt super dazu. Wir können das Thema introvertiert sein, auch in Teilaspekte anschauen. Und zwar Thema Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnis suchen und positive Emotionen. Ja, wenn wir spannend. Ja, wenn wir mal schauen, Herzlichkeit, die wirken oft eher zurückhaltend und förmlich, ne? Ja, stimmt. Wie Extravertierte. Und was die Geselligkeit angeht, wir hatten das ja gerade schon auch mit Thema Distanzzone, eher distanziert, die sind auch oft eher einsilbig, ja? Und bevorzugen auch oft das Alleinsein und sind oft verschlossen, ja? Mhm. Das heißt nicht, dass jeder verschlossen ist, aber im Vergleich, ne? Ja. Und was Durchsetzungsfähigkeit angeht, die sind oft eher entscheidungsschwach und unentschlossen und manchmal auch unterwürfig, dass die eher sagen, nee, ich sollen die anderen machen. Ja. Und wenn wir auf die Aktivität schauen, die sind eher gemächlich oft und geruhsam, langsam und passiv. Ja. Ja, und da passt es auch alles rein, was du gesagt hast. Ja. Wenn wir Erlebnissuchen anschauen, die sind eher so vorsichtig und die vermeiden Nervenkitzel. Ja, die sind sehr behutsam, oft in vielen Dingen, was sie machen. Ja, Da passt es nach auch wieder super. Und das Letzte, was positive Emotionen angeht, die sind eher beherrschter in den Emotionen.
gezügelt. Ja, ja. Manchmal wirken die auch unbeteiligt oder sehr ernst, ja. Die zügeln sich oft. Ich finde es total spannend. Ich muss da leider einmal drauf eingehen. Du kennst ja meinen Freund Martin, ne? Und er hat ja in seinem Gesicht durchaus eine große Augen, große Lippen, volle Lippen und so. Und man könnte so denken, und das ist auch wieder der Beweis dafür, nicht im Umkehrschluss denken, ne? Man könnte denken, er ist total extrovertiert. Aber Maren, erzähl ganz kurz. Ich würde behaupten, er ist introvertiert. Ich auch. Und all das, was du gesagt hast gerade, ne, ist genau, passt so gut auf ihn. Also hundertprozentig, wo ich so denke, ja, man muss eben wirklich auch das Gesamtbild sehen. Und jetzt könnte man ja fragen, naja, dann ist ja Gesicht lesen für einen Hintern. Ne? Also wenn ich dann ja große Lippen und große Augen nicht als Extraversion nehmen kann, dann bringt mir das ja nichts. Jetzt kann ich aber sagen, doch, weil ein Mensch mit einem großen Lippen ist total ausdrucksstark. Und auch wenn er introvertiert in seinem Sein ist, kann er sehr ausdrucksstark sein. Mein Freund schreibt Bücher, mein Freund hat schon ein Buch veröffentlicht. Er hat einen eigenen Blog, der super erfolgreich ist. Und der bringt halt diese Ausdrucksstärke, die er in seiner Persönlichkeit veranlagt hat, bringt er in Form von Schreiben raus und in Form von Fotografie und all diesen Dingen. Aber seine Persönlichkeit hat sich dafür entschieden, sein Charakter hat sich dafür entschieden, eher in die Introversion zu gehen, so wie du es gerade erklärt hast. Ja. Ja, das ist ja cool, spannend. Ja, ja, I love it. Absolut. Und der Hinweis auch, weil ich kann mir gut vorstellen, viele, die zuhören und auch gerade beim Thema Face Reading, ist ja für viele auch nicht so bekannt, dann hören die vielleicht mit den Ohren und sagen, ach, das stimmt aber bei mir nicht. Ja, ne? Genau. Weil ich halt einen Teil davon höre. Ja. Man muss ja immer das Gesamtbild sehen und da gibt es ja so viel zu entdecken. Ne? Ja, ja. Und deswegen ist eben diese Verbindung zwischen Gesichtlesen, Mimikresonanz und Körpersprache einfach so eine unglaublich erfüllende und ganzheitliche Sichtweise, weil ich eben nicht nur den großen Mund sehe, sondern ich sehe eben auch dieses Stimmbild. Ne? Also Martin zum Beispiel ist auch jemand, der so sehr, sagen wir mal, monoton redet. Da erkennen wir so eine Introvertiertheit. Und wenn wir das halt im Gesamtbild sehen, dann sehen wir wirklich den Menschen hundertprozentig. Ja. Ja, sehr schön. Maren, jetzt glaube ich, müssen wir beide nicht drüber reden, ob wir wohl introvertiert oder extrovertiert sind. Also ich vermute, wir müssen wirklich nicht darüber reden. Kleiner Tipp an unsere Zuschauer, Menschen, die sich vor Kameras setzen und das dann auf YouTube veröffentlichen, die sind tendenziell eher extrovertiert. Also, da könnt ihr schon mal Schubladen aufmachen. Obwohl, vielleicht würde man mir da jetzt auch widersprechen. Naja, egal. Maren, aber so wie so als Extrovertierte, wie leicht fällt dir der Umgang mit Introvertierten? Also letztendlich ist es so, es kommt auch immer auf die Situation drauf an. Also ich kann mit Introvertierten genauso gut umgehen wie mit Extrovertierten. Ich muss mich nur drauf einlassen. Also ich brauche ein Gespür. Fakt ist ja immer zu sehen, also das Thema Profiling, wen habe ich gegenüber? Ja. Und was braucht er denn, wie muss er denn abgeholt werden? Und man merkt ja relativ schnell, wenn jemand introvertiert ist. Also ich zumindest merke das relativ schnell. Ja. Und dann ist es für mich kein Problem. Und dann nehme ich bei mir auch ein bisschen Gas raus. Ja. Ich hab da überhaupt kein Thema mit. Ich mag auch die Introvertierten, weil ich manchmal denke, ja, ich beneide auch so die innere Ruhe, ne, die da haben. Ich auch. Die würde ich mir dann manchmal schon auch wünschen, wo ich denke, ja, bin ich schon ein bisschen neidisch. Ja, würde ich auch nehmen. Ja. In homöopathischer Dosierung. Und was auch, vielleicht nochmal Ergänzung, wir machen sicherlich auch mal noch eine Folge über Extraversion oder Extrovertiertheit. Also viele sprechen von extrovertiert. Eigentlich heißt es extra, aber letztendlich ist es auch gängig, dass wir alle von extrovertiert sprechen, anstatt von extravertiert. Das ist, ich sag mal, ja, egal. Aber ich mag auch Introvertierte. Ich merke natürlich, wenn ich ein Ziel habe und was durchsetzen möchte und Vollgas geben, dann fällt es mir leichter, mit jemand Extravertierten zu arbeiten. Ja, beziehungsweise es wird dann schwieriger, dem Introvertierten den Raum zu geben. Ne? Das ist so. Genau. Ja. Das ist so, das beobachte ich bei mir immer, dass wenn mir dann irgendwas total wichtig ist, dass ich dann und ich dann jetzt unbedingt dahin will, dann. Genau. Oh, ups. Ah, vergessen.
Ja, da kommt dann schon mal unsere Art durch, die dann schon für andere vielleicht überfahrend wirkt, ne? Ja. Ja, aber ich denke eben auch, ne, Menschen, die ihre Wahrheit im Innen suchen und ihre Erkenntnis im Innen suchen, die können uns natürlich auch ganz viel Zulauf, Zuwachs und Bereicherung geben, weil sie einfach ja so anders denken und so komplett andere Gedankengänge haben. Und da denke ich immer, es ist so bereichernd, diesen Menschen Raum zu geben und sie auch zu fragen. Ne? Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich in meiner Beziehung einfach machen musste im Laufe des Lebens. Frag einfach. Ich kriege eigentlich immer eine Antwort, aber ich muss halt fragen. Und wenn ich nicht frage, dann sitzen wir uns halt im Restaurant gegenüber und naja, sind halt still und suchen mal im Innen. Den Erkenntnissen. Weißt du, ich finde es so gut, die Erkenntnisse zu haben, weil wie viele Menschen gibt es, die nehmen das dann vielleicht persönlich. Ja. Der hat gar keine Lust, mit mir zu sprechen oder wie auch immer, ne? Und es ist ja gar nicht so. Ja, total. Und das ist so, manchmal ist das total schwierig, ne? Weil man so sagt, jetzt rede doch einfach. Du hast so viele Gedanken, blubber doch mal raus. Aber ja, rausblubbern ist halt nicht, ne? Mit diesen Introvertierten, aus welchen Gründen auch immer sie introvertiert sind. Ja. Ja, also Raum geben und es gibt, ich finde es ein schönes Bild, es gibt Denksprecher und es gibt Sprechdenker. Mhm. Also es gibt Menschen, die denken und die finden ihre Lösung, während sie reden. Das sind die Sprechdenker und die brauchen den Raum und die brauchen den Dialog. Das sind auch die, die sich immer hinsetzen und sagen, ich muss dir das mal kurz erzählen, ich brauche mal einen Tipp. Und nachdem sie das erzählt haben, brauchen sie dann den Tipp gar nicht mehr, weil sie das Ergebnis haben, ne? Das sind die typischen Sprechdenker und dann gibt es eben die Denksprecher. Und da auch zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt den Raum, auch wenn es gerade mal still ist und wenn man gerade mal Schweigen aushalten muss, ich gebe dir den Raum und dann erzählst du mir, was du gedacht und welche Lösung du gefunden hast. Das ist halt mega bereichernd und sinnvoll, dann auch mal Schweigen auszuhalten. Absolut. Schweigen ist ja auch echt ein schönes Thema, ne? Ja. Also muss man auch lernen, aber... Ja, können wir super bei Sehen und Verstehen. Schweigen. Sag ich jetzt, ich schweige dazu. Ja, wir sind da jetzt einfach mal still. Maren, hast du doch irgendwie spannende Studien oder Erkenntnisse oder woraus was denn los? Also, du weißt schon. Hast du noch was? Nee, aktuell, also das ist jetzt so aktuell, was ich ad hoc, was mir so im Kopf rumgeht und was ich habe. Ja, genau. Also zusammenfassend, schaut genau hin. Es gibt keine eindeutigen Zeichen und wir müssen vor allem wissen, woher kommt es. Kommt es aus einer Angst, kommt es aus einer Nervosität, kommt es aus der Persönlichkeit, hat es der Charakter geformt? Ja. Sehr schön. Ja, dann werden wir jetzt mal ganz still und in uns gekehrt diese Sendung beenden. Bedanken. Ach, Yogis? Nee, wir sind still und wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Zuhörern und Zuschauern, dass ihr uns wieder den Raum in eurem Wohnzimmer oder wo auch immer ihr seid gegeben habt. Ich habe letztens gehört, dass wir beim Friseur gehört worden sind. Da habe ich mich sehr gefreut und habe gedacht, cool. Friseur. Heute ist es soweit. Heute ist es soweit, Anne. Yeah! Bei der nächsten Folge mit frisch geschnittenen Haaren. Genau. Wieder ein schöner Undercut, oder? Ja, genau, absolut. Der Undercut, absolut. So schön, dass wir jetzt so introvertiert diese Sendung beendet haben. Es ist nicht unseres. Wir grüßen euch ganz herzlich in die Welt rein. Übrigens nach Italien. Ich habe von 3 Leuten eine Mail bekommen, dass sie in Italien sind und uns immer zuhören und sich total freuen, wenn unsere Sendung kommt. Also Grüße nach Italien. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und an alle anderen, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.